Moin und willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der On the Hills Map. Ja, ich bin gerade dabei, meine Wiesen nochmal eben abzudüngen. Die habe ich jetzt in der letzten Zeit ja eben einmal alle abgemäht. Und ja, jetzt gibt es die erste Lage Dünger wieder rauf. Dann müssen wir noch ein neu gekauftes Feld düngen. Und ja, das jetzt machen wir mal eben in der Außenansicht, weil ich diese Wiese hier ohne GPS mache und ja, einfach um zu sehen, dass ich auch überall hinkomme, muss das halt einmal eben so gehen. Ist, wie ich gerade feststelle, auch so ein bisschen, na, nicht ganz so flüssig, aber irgendwie ist mein Rechner heute Morgen irgendwie noch nicht so weit. Oder was auch immer, in letzter Zeit macht er doch hier und da mal so ein paar Zicken. Muss man so hinnehmen und fertig. So, dann gab es ja nun letzte Woche über gar kein Video von mir. Hat natürlich auch seine Gründe, diesmal aber doch etwas erfreulichere Gründe und keine Lustlosigkeit oder was auch immer. Der ein oder andere, der wird es mitbekommen haben, ich wurde Montag kurzfristig zum Arbeiten abberufen. Ja, dass das irgendwann losgeht, war klar, dass das jetzt so schnell passiert, allerdings nicht. Da kam so ein bisschen der Zufall mit ins Spiel und halt die Tatsache, dass das Leben manchmal seine eigenen Wege geht. Oder wie auch immer man das nennen mag. Ursprünglich war ja geplant, dass ich hier bei uns im Ort bei der Genossenschaft zumindest aushilfsweise mit anfange in der Saatgutproduktion. Da sich das mit der Ernte ja alles verschoben und hinausgezögert hat, wusste auch noch keiner so genau, wann das denn losgehen wird. Und mein Stand war, dass das wohl noch ein, zwei Wochen dauern könnte. Und ja, jetzt kam alles doch ganz anders. Denen ist halt kurzfristig Mitarbeiter ausgefallen. Am Montag wussten sie noch nicht, warum und weshalb. Da war halt einfach der Stand, der ist krank und die brauchen halt noch einen zweiten Mann da. Wobei, jetzt so nebenbei mit gesagt, selbst mit zwei Mann ist das da teilweise auch schon kaum zu schaffen vom Arbeitspensum her. Gerade wenn die Bauern da dann noch viel Getreide anliefern, ja, ist das alles etwas ungünstig. Naja, wie gesagt, so musste ich dann da Montag kurzfristig einspringen und das gab so über die ganze Woche gesehen da halt ein ziemliches Hin und Her. Montag, Dienstag war ich da voll mit am Arbeiten, ja, Mittwochmorgen, ich glaube, ich war gerade eine halbe Stunde bei der Arbeit, da hieß das, ich soll zum Chef kommen. Ja, da hat man schon so leicht ein gutes Gefühl gehabt. Ist ja meistens nichts Gutes, wenn man zum Chef kommen soll. Ja, da hieß das denn, dass ich halt als Aushilfe keine Überstunden ansammeln darf und ja, ich sollte denn doch nur noch bis Mittag arbeiten, denn erstmal wieder zu Hause bleiben, bis alles andere soweit geklärt ist. Um eine Stunde wollte man sich halt entsprechend für die Saatgutproduktion auch sparen, weil die da dringender gebraucht werden würden. Ja, dann bin ich halt Mittwochmittag nach Hause, nachmittags klingelte schon wieder das Telefon, ich müsste am nächsten Tag doch wiederkommen. Ja, die waren schon mal ein Stück schlauer, was den erkrankten Mitarbeiter angeht. Das ist bei dem wohl doch ein bisschen was Schlimmeres oder was länger dauern kann. Eventuell kommt der auch gar nicht wieder und jetzt haben sie so ein bisschen Personalmangel. Ja, und wie gesagt, so kommt dann eins zum anderen. Momentan ist halt der Stand, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit da jetzt doch fest angestellt werde. Aber ja, es ist da noch nichts Genaues raus.
wird man diese Woche wohl noch abwarten müssen, um genauere Infos zu bekommen. Und ja, erstmal durch die Arbeit bin ich letzte Woche halt gar nicht dazu gekommen, irgendwie noch eine Aufnahme zu machen. Ich hatte Montag zwar eine angefangen, aber mitten in einer Aufnahme klingelte halt das Telefon morgens und da war die Aufnahme versaut und anschließend, ja, konnte ich die auch so nicht wiederholen. Die Zeit blieb nicht und die angefangene Arbeit war auch gemacht. Weiter was wäre erstmal eh nicht zu tun gewesen. Von daher hat man es da dann auch einfach sein lassen. Und ja, allgemein kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das hier weitergeht, in welcher Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit jetzt noch Videos kommen werden. Da muss ich jetzt halt einfach auch abwarten, was da bei der Arbeit jetzt mit rauskommt. Und ja, je nachdem werde ich mich komplett mit allem da irgendwie ein bisschen neu organisieren müssen. Man hat auch schon mit den Gedanken gespielt, das ein oder andere eventuell ganz sein zu lassen oder wirklich stark einzuschränken. Aber ja, großartige Planungen bringen mir da jetzt auch erstmal nichts. Man muss gucken, was wird und was nicht. So, an und für sich könnte ich eigentlich mehr Seitenabstand halten, mache ich jetzt aber nicht. Ja, das Feld hier habe ich gerade eben auch erst neu gekauft. Im Fuhrpark haben sich nochmal wieder so einige Änderungen ergeben. Eigene Mähdresche habe ich jetzt erstmal nicht mehr. Da wird das für die Zukunft wohl auch auf Mietgerät hinauslaufen. Wie wir sehen, fahre ich mittlerweile auch einen John Deere, allerdings auch nur gemietet. Beziehungsweise ich habe mittlerweile zwei John Deere gemietet. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, und den einen müsstet ihr eigentlich schon kennen, den 7310. Eher. Und ja, der. Welcher ist denn das jetzt überhaupt? Genau, die 7030 Serie vom Nefarius. Die haben wir uns jetzt auch mit dazu gemietet. In dem Fall halt der 7930. Ja, finde ihn so an sich gar nicht mal schlecht. Und ja, mal eben kurz wegen dem GPS ausrichten, dass wir da eine gerade Linie kriegen. So. Nee, wir nehmen uns den erstmal weiter rüber. Arbeitsbreite mal eben einstellen. Offset brauchen wir nicht. Die Arbeitsbreite gehen wir ein Stück runter. Ja, so, heute bleibt mir auch mal ein bisschen die Zeit für eine Aufnahme. Beziehungsweise eigentlich ja, die Zeit ist auch wieder relativ, aber egal. Ja, ihr seht, es ist jetzt morgens 7 Uhr. Von der Realzeit her, ich muss erst um 10 anfangen zu arbeiten. Hätte zwar auch noch ein paar andere Sachen zu tun oder fertig zu kriegen, aber ich nehme jetzt erstmal die Zeit für eine Aufnahme. Momentan bin ich auch wie noch stark nebenbei damit beschäftigt, den einen oder anderen Mod jetzt mal voranzutreiben und fertig zu kriegen. Gerade auch von meinem IT-Banner-Pack, also von dem großen Pack, da steht die V2 jetzt mittlerweile an. Obwohl, ich glaube, V2 ist das auch noch gar nicht, das ist eigentlich noch eine andere Version, weil die V1 war ja jetzt die vom Mod-Hub und ich habe daraus
Ich habe daraus ja dann eine V2 gemacht und eigentlich ist das, wo ich jetzt dran bastel, eine V3. Ja, alles ein bisschen verwirrend, aber egal. Ja, nebenbei baue ich denn das Tandem-Pack für den IT-Runner ja auch noch. Und bastel so an der einen oder anderen Kleinigkeit. Mit dem Frontlader-Pack von mir, da geht das auch so ein bisschen voran. Da gibt es jetzt allerdings noch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich so direkt nicht mit weiterkomme. Da muss ich nochmal gucken, wie man das alles so macht. Im Zuge dessen wird es dann auch nochmal ein Update für meinen 5600er und 7700er MF geben, weil der Frontlader Dynamic Hoses bekommt. Und entsprechend brauchen die Schlepper dann auch noch die Anschlüsse. Und ja, so geht dann die Arbeit zumindest nicht aus. Und es ist momentan halt einfach totales Chaos. Aber ja, da werden wir ja auch mit. Wie mache ich das jetzt am ungeschicktesten? So, dann die Krone Big Pack, die ich letzte Woche noch umgebaut und ja, als so Privatmod zur Verfügung gestellt hatte. Die wird jetzt auch so bei uns im Forum zum Download kommen. Also ihr braucht mich da, wer die haben will, der braucht mich jetzt nicht mehr anschreiben. Die wird jetzt heute oder morgen so zum Download kommen. Und ja, dann hat da jeder was von, muss dann auch nicht lange warten, bis ich dann mal wieder online bin, um antworten zu können. Und so wird dann vielleicht in nächster Zeit auch noch die ein oder andere Kleinigkeit mal zwischendrin zum Download kommen. Aber ja, abwarten. Da will ich auch nicht zu viel versprechen oder zu viel vorausgreifen. Momentan muss man halt selber immer gucken, wie man das zeitlich hinkriegt. Gerade auch bei dem IT-Runner Pack normalerweise war ich auf dem Stand, dass das so weit abgeschlossen ist. Und entweder fallen einem selber immer noch mal irgendwelche Sachen ein oder irgendjemand aus dem Team kommt an und du, ich habe da noch was, könntest du auch noch verwenden oder das könntest du da noch machen. Sind oftmals gute Ideen mit bei. Gibt teilweise auch so die ein oder andere Sache, was eigentlich unnötig ist, dass man deshalb noch angeschrieben wird oder darauf hingewiesen wird. Ich sag mal, gerade wenn es irgendwelche Dinge sind, die man da schon verbaut hat, wie jetzt bei dem Tandem-Pack, da hatte ich das mit den Dynamic Hoses, hatte ich schon längst verbaut und dann kommt auf einmal einer aus dem Team an von wegen, hier, guck mal da, da sind die Dynamic Hose schon verbaut, kannst du da ja ausbauen, ja, ist doch schon längst erledigt gewesen. Hatte man bildlich auch schon längst im Forum gezeigt gehabt. Von daher sind das so die kleinen Tipps, sind ja vielleicht gut gemeint. Ist ja alles auch nicht weiter schlimm, aber halt irgendwo auch unnötig. Naja, das ist aber auch egal. Wann das Ganze denn halt fertig ist und rauskommen wird, kann ich jetzt halt noch nicht sagen. Mein Plan ist erstmal das Tandem-Pack demnächst irgendwann rauszubringen und im Anschluss danach die neue Version von dem Trilum-Pack. Gucken wir mal, wie wir das so umsetzen können. Mir schwebt ja auch schon wieder noch ein komplett anderes Pack vor, also jetzt unabhängig vom IT-Runner. Ich habe da noch wieder andere Ideen. Aber ja, eins nach dem anderen.
Ja, wann ihr dieses Video zu sehen bekommt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich denke mal, ja, wie gesagt, ist jetzt Montagmorgen. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, das vor der Arbeit komplett hochzuladen und freizuschalten. Muss ja auch noch gerendert werden. Das dauert ja mittlerweile auch ein bisschen länger. Bedingt mit durch die neue Grafikkarte und entsprechend andere Auflösungen, der man spielt, werden die ganzen Rohdateien schon mal von sich aus wesentlich größer. Und ja, dann dauert das Rendern halt doch etwas länger. Wobei, auch so wie mein Rechner hier momentan rumzickt, ist das auch noch wieder die Frage, wie schnell er das andere dann macht oder ob er sich da dann auch Zeit mitlässt und nicht so recht zu Potte kommt. Warten wir ab. Ich denke mal, spätestens Dienstag werdet ihr das auf jeden Fall zu sehen bekommen, also halt einen Tag später. Aber da könnt ihr wohl auch mit leben. Ja, um dann noch mal so ein, zwei Worte zu meiner Arbeit zu verlieren. Der ein oder andere weiß das ja auch, dass das bei mir eigentlich gesundheitlich ja auch nicht unbedingt so pralle steht. Das war ja auch der Grund, warum ich eigentlich nur halbtags arbeiten darf. Zumindest vom Amtsarzt her. Der hat einem das ja so mehr oder weniger ans Herz gelegt. Das war auch so eigentlich mit die Voraussetzung, weshalb die letztes Jahr bei mir den Status der Arbeitsunfähigkeit auch wieder weggenommen hatten. Weil ja, ich wollte halt unbedingt arbeiten, aber wenn da das Gesundheitliche noch nicht ganz so pralle war, hat man sich da erstmal drauf geeinigt, dass man das halt nur Teilzeit bzw. halbtags macht. Und ja, Voraussetzung war da ja auch denn nur leichte Tätigkeiten mit regelmäßigen Pausen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man nur halbtags arbeitet, da noch irgendwo bei 4 Stunden Arbeitszeit regelmäßige Pausen reinbringen, irgendwie unnötig und finde erstmal einen Arbeitgeber, der das dann auch so mitmacht. Generell mit dieser zeitlichen Voraussetzung auch eine Arbeit zu finden, ist nicht unbedingt leicht. Mein, bis jetzt da bei dem Reifenhandel, wo ich war, da hatte ich ja nun mal das Glück, dass die Leute mich kennen, auch schon lange kennen, wissen, was Sache ist. Und dass da halt auch immer noch möglich war, das entsprechend abzustimmen. Aber die Arbeit da geht ja auch immer nur ein paar Wochen im Jahr. Und die übrige Zeit sitzt man dann wieder zu Hause. Und ja, das macht auch alles nicht so den Sinn. Von daher hatte ich da einfach mal damals bei der Genossenschaft nachgefragt, ob die da noch eine Aushilfe fürs Lager brauchen. Gerade so eine Erntezeit weiß man das ja, dass da bei denen das Personell auch knapp ist. Gut, fürs Lager hatten sie halt schon jemanden, wollten mich dann ja auch anders einsetzen. Und ja, jetzt kommt das halt alles doch anders. Ist für mich eigentlich gar nicht weiter schlimm. Bei der Arbeit kann man das alles auch selbst unter Vollzeit ganz gut ertragen. Im Allgemeinen geht es da ja ziemlich ruhig und stressfrei zu. Sind halt dann auch nur so ein paar Wochen während der Erntezeit, wo es mal ein bisschen stressiger ist, länger geht und halt mehr zu tun ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Arbeit jetzt körperlich gar nicht mal so wirklich anstrengend. Und ja, es passt. Zumindest bisher. Bin da jetzt soweit auch ganz zufrieden. Hatte ja erst auch eine Woche da gearbeitet, aber so gut gelaunt wie da, die ganze Woche während der Arbeit, war ich beim Reifenhandel ehrlich gesagt nie. Aber beim Reifenhandel war ja auch immer die Sache, dass man dem einen Kollegen immer alles Mögliche hinterherräumen musste und der ja auch nicht so richtig mitgearbeitet hat und ach. War halt wirklich nur irgendwo so eine Übergangslösung.
Und das, was da jetzt ist, das ja, ist das Richtige. Und wenn es denn jetzt auch auf die Festanstellung hinauslaufen sollte, dann ist das alles wunderbar. Momentan bin ich halt dabei, Getreide zu reinigen. Also beim Saatweizen sind wir jetzt aktuell bei, bevor wir den halt beizen und absacken können. Muss ja nochmal gereinigt werden. Ja, das habe ich jetzt letzte Woche 2 Tage gemacht. Das wird diese Woche damit auch noch weitergehen. Weil das doch eine enorme Menge ist, die wir da haben. Und ja, so weiß man zumindest, was man zu tun hat. Und das läuft auch ganz locker ab. Ganzen Tag da eigentlich mit dem Stapler unterwegs, das Getreide aus einer Box rausholen. Im Sumpf reinkippen für die Reinigung, dann läuft das danach in die nächste Box rein. Und ja, so geht das dann halt da Stück für Stück weiter. Bis das alles durch ist und dann wird es irgendwann ans Absacken gehen. Gut, das ist dann halt mal so eine Arbeit, wo man auch selber ein bisschen mehr tun muss, aber ich brauche Gott sei Dank die Säcke auch nicht großartig durch die Gegend heben. Da haben wir so einen Vakuumheber für und damit ist das auch noch alles ganz einfach machbar. Aber was ist hier auf dem Feld eigentlich los? Was will ich hier? Achso, das sind die Schatten der Bäume. Ah, gut. Sah so komisch aus. So, wir werden mal eben zum Hof fahren. Dann gehen wir noch mal schnell den Fuhrpark durch, was sich da so mittlerweile geändert hat. Und ja, mal schauen, wann wir das nächste Mal dazu kommen, eine Aufnahme zu machen. Ich denke mal spätestens zum Wochenende hin. Oder je nachdem, wie die nächsten Morgen so verlaufen, kriegt man das da sicherlich auch noch mal hin. Mein momentan ist es ja so, ich fange erst um 10 an zu arbeiten. Stehe meistens aber ja auch schon um 6 auf. Von daher ist eigentlich da, wenn nichts großartig anderes ansteht, auch noch die Zeit, hier und da mal ein Video zu machen. So, den lassen wir jetzt hier mal stehen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken müssen, was mit meinem Rechner los ist. Das ist heute schon wieder nicht schön. Man kennt die Videos ja mittlerweile eigentlich anders von mir und mir ruckelt das momentan zu viel. Ja, so, der schon hier mit dem Gewicht ist, wie gesagt, gemietet. Den Bredal-Streuer habe ich gekauft. Ja, das ist auch so eines der Objekte, wo ich in nächster Zeit nochmal ein bisschen dran rumbasteln werde. Dafür ist halt der kleine Dreipunktstreuer weggegangen, den wir hatten, den aus dem coolen DLC. Ja, den IT-Banner habe ich mir mittlerweile auch wieder gekauft mit Ballenplattform. Wer das im Forum verfolgt, der weiß ja, dass bei dem dieses URL-Skript jetzt komplett funktioniert. Auch in der neuesten Version mit allen Ballen. Da habe ich ja jetzt noch diese Konfigurationsmöglichkeit mit verbaut, dass man wählen kann, ob man die mit URL-Skript haben will oder mit Spanngurten oder mit beiden oder auch mit gar nichts. Dann haben wir noch eine andere Reifengröße getestet. Da hat mich auch jemand aus dem Team oder aus dem Moderatorenteam draufgebracht. Hat immer noch einen Nachteil mit dem großen Container, wenn man den voll belädt, schleifen die oder gucken die Räder nachher durch den Kotflügel durch. Das heißt, der federt zu weit ein. Da muss ich auch nochmal nach einer Lösung suchen. Und was ja auch schon länger ist, dass ich eine Markenkonfiguration auf den Anhänger gesetzt habe. Den gibt es mittlerweile in 23 verschiedenen Varianten. So, dann kam letzte Woche noch so ein Kröger Agroliner Pack raus. Da habe ich mir den Dreiecksdrehschemel von einzeln gemacht.
demnach deine Mykosis verpasst. Werd jetzt nochmal so das ein oder andere extra damit verbauen. Und dann mal gucken, was wir damit machen. Bei mir jetzt gerade auffällt, Hydraulik, Hydraulik. Ach, da sind die Luftanschlüsse. Nee, passt alles. Den haben wir auch gekauft. Dafür gingen die beiden Ölkers, die wir hatten, weg. Ja, der John Deere Samtgewicht ist auch gemietet. Der Mischstreuer wird demnächst wohl auch wieder weggehen. Dafür holen wir den Container mit ran. Ja, die Spritze habe ich momentan auch verkauft. Da will ich nochmal nach was anderem gucken. Wohl auch eine gezogene, also angehangene. Brauche ich keine 3-Punkt. Ja. Sämaschinen- und Pflanzmaschinentechnisch hat sich hier nichts getan. Was sich noch geändert hat, ist den Kramer, den wir hier auf dem Hof hatten, zum Ballenstapeln und so, der ist auch weggegangen. Dafür habe ich jetzt einen Merlo Turbo Farmer da. Auch an sich ein schönes Gerät. Jetzt hauen wir nochmal eben den Turbo rein und laufen mal schnell zum Lohnunternehmen. Ja, hier vorne stand dann immer mal der Drescher. Der ist ja weg. Hier haben wir noch einen Container stehen. Weil, wenn ich jetzt mal so gucke, ah, da muss ich auch noch mal bei das bisschen besser positionieren. Irgendwie scheint das noch nicht ganz zu sitzen. Na, egal. Ja, der Krampelbandit ist auch erstmal weggegangen. Grubber haben wir noch. Dann hatten wir eine ganze Weile ja auch zwei andere Pressen. Das ist jetzt halt diese Krone Big Pack, die ich ja, bearbeitet kann man jetzt nicht sagen. Ich habe dir einfach nur Dynamic Hoses verpasst. Und das war's dann auch. Aber ist halt so ein kleines feines Detail, was die Sache wieder interessanter macht. Ja, Ladewagen kennen wir ja auch. Der wird jetzt auch noch Dynamic Hoses bekommen. Und dann haben wir hier noch das Butterfly-Mähwerk. Marke McHale mit Schwattablage. Ja, ist ein Privatmod von mir selber. Aber ja, bei Interesse einfach mal irgendwie bei Forbidden Mods eine Privatnachricht an mich schreiben. Kann man schon noch irgendwas hinkriegen. Ja, das war's denn hier soweit für heute. Oder auch für die nächsten Tage. Schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt noch die eine Wiese düngen, die noch übrig ist. Und dann ist der Arbeitstag hier auch wieder geschafft. Dann einmal die Nacht durchlaufen lassen und gucken, was uns so hier am nächsten Arbeitstag erwartet. Ja. Langsam, langsam aber stetig geht's voran. Oh ja, den Deutz, den wir hier noch hatten, den habe ich hier natürlich auch verkauft. Den kleinen MF von mir, den habe ich noch wieder gekauft. Den kann ich jetzt aber euch jetzt noch nicht zeigen. Da bin ich auch noch wieder ein bisschen am Basteln. Da wird es auch noch mal eine andere Neuerung geben. Aber da kommen wir irgendwann andermal zu. So, ja, die Folge heute ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Nicht nur wahrscheinlich. Ich sehe es auch gerade an der Uhr. Ja, dafür gab es ja auch die letzte Zeit nichts zu gucken. Dafür heute mal länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und Spaß gemacht und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ja, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.